Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen. Bei Part Nummer 2, Total War Warhammer 3, Immortal Empires mit dem Imperator höchst selbst. Natürlich mit Kanzler Palpatine, der sich da gerade im Karl-Franz-Montur aufs Schlachtfeld begibt. Beim letzten Mal haben wir die Aufständischen in Grünburg besiegt und besagtes Grünburg auch gleich eingenommen. Da drüben ist jetzt der Claude unterwegs, der gerade ausbildet. Aber dem Claude werden wir in der nächsten Runde entgegentreten und bekommen dann auch gleich, können dann auch gleich das Versammlungsfeld in Auftrag geben. Jo, genau. Das können wir tun. Kurfürstliche Machenschaften, ja, das hat noch Zeit. Mit Balthasar oder generell eigentlich mit allen Kurfürsten. Ich möchte größtenteils versuchen, mich mit den Kurfürsten gut zu stellen. Ist auch, wie gesagt, leichter möglich, da es ja einige Gegner gibt im weiten Rund. Hier da die Grünhäute zum Beispiel oder da drüben Dr. Festus, der Escher belagert. Der belagert schon Herkik, interessant, in Runde 3 schon. Wie gesagt, da wird es abgehen. Und drüben bei die Vampire natürlich die da. Gut, wir schauen einmal in die nächste Runde. Herrlich, der Spritzer ist wieder aufgefüllt. Wird aber vermutlich der letzte Part heute werden. Es war, was den Channel betrifft, schon ein sehr gewinnbringendes Wochenende. Da ist schon einiges da weitergegangen. Was ganz gut ist, so ein bisschen was das Soziale betrifft, war diese Woche oder dieses Wochenende eher so ein bisschen nicht so viel los. Noch ein paar Wochenenden, die dafür umso fetter waren. Von daher hat er so ein Wochenende im Dienste des Gamens, im Dienste des Zockens, im Dienste des Aufnehmens. Hat ja dann auch was. Ist dann so ein bisschen ein Ersatzprogramm. Ausgleich und so, ne? Ihr seid mein Ausgleich. Oder unser Ausgleich, da kann ich für den liebsten Lieblingsrock, meinen Kompagnon, auch sprechen. Der war übrigens vorher gerade da, bevor ich den ersten Part vorher aufgenommen habe. As is my right by Sigmar's crown. So ein kleiner... Absolutely not. The Empire. Anstandsbesuch. Then war calls. Schädelquetscher. Ah ja. Okay, können wir nicht. Also weil hier die Grenze ist, ne? Okay. Alles klar. Dann Versammlungsfeld. Dann das Dorf in Grünburg. Burg Reichmacht, Hauptquartier der Reichsgarde. Mächtig. Altdorfer Konklave der Kampfzauberer. Imperialer Palast. Jo, hätte ich alles gern zum Mitnehmen, bitte. Wenn es denn geht. Die Schmiede können wir auch in einer Nebensiedlung platzieren. Das ist wunderbar. Das heißt, wir ersparen uns das, dass wir in Altdorf einen Platz für die Schmiede besetzen. Stattdessen gibt es einmal das Cash-Building. Und Garnison. Früher oder später werden wir es brauchen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ziemlich. So, the time of the Supreme Patriarch.
Wiesenland, unsere Nachbarn. Greetings on behalf of the Empire. Now, what brings you here? Okay. Jupp, dann speichern wir nochmals. Und dann schauen wir gleich, dass wir unserem Gegner gegenübertreten können. Dem lieben Claude. Ich habe jetzt gerade wieder während dem Speichern in der Map die leeren Flecken gesehen, drüben in Asien, im Asienbereich der Warhammer-Welt. Ich wüsste jetzt nicht, ob dieser Kontinent da drüben, ob es da irgendeinen Übernamen gibt, so wie Lustria für Südamerika. Für alles, was da noch kommen mag, an neuen Völkern, wird vermutlich erst, okay, er verdünnisiert sie, interessant. Ah, darunter, alles klar. Könnte man denken, dass das vielleicht, dass sie dann vielleicht was im nächsten Jahr tun wird, weil für heute... Eure imperiale Autorität ist gesunken, mein Herr. Eure niederen Kommandanten werden eurer Unfähigkeit Respekt geben. Ein Teil des Imperiums fällt an diesem Tag. Die anderen erwarteten, dass ihr die Grenzen des Imperiums schützt, aber jetzt verlieren sie. Okay, Hochland ist schon down. Okay, Mittenland hat Krudenwald angegriffen und Festus Hergig. Wir sind in Runde 5. Alter! Deswegen, weil Hochland schon finito ist. Das wird ein interessanter Run. Alter Schwede. So, wenn der Kerl drin geblieben wäre, würde ich es händisch machen. Aber so macht man es jetzt automatisch. Da kriegen wir ein Pferdi. Summon the Elector Counts! Ja, wird die Musketen ein bisschen pushen von der Geschossstärke her. Und einige andere Burschens ebenfalls noch. Ja, die Schützenreiter mit Granatwerfern. Jäger, vielleicht wäre so ein Jägergeneral ganz interessant. Aber natürlich, wir wären eigentlich dann für die hier da, Bierhandkämpfer, wenn wir schon Bierhandkämpfer und Reichsgardisten, wenn wir schon mit denen Boni kriegen, mit Karl Franz, dann werden wir die auf jeden Fall auch noch mitnehmen, aber für den Moment pushen wir mal die Lulu-Infanterie noch ein bisschen. Okay, weitere Rekrutierungen. Die brauchen noch eine Runde. Bring me to my men. Sechs von denen ist eigentlich schon eine ganz schöne Zahl. Sechs. Ja, bleiben wir mal dabei. Wir können in der nächsten Runde schon Armbrustschützen holen. Auf die zu warten, zahlt sie auf jeden Fall aus. Mittenland. The Empire. Approach and make your offer. But I make no promises. On it! Ich würde mal annehmen, dass die Festus dann auch unterliegen werden. Alles andere würde mich eigentlich eher überraschen. Wird nur interessant. Das wird nur reichlich interessant.
auf ein Schlückchen Spritzer. Oder Weißweinschorle. Ich würde mich echt mal gern mit einem Deutschen drüber unterhalten. Spritzer versus Weißweinschorle. Falls ihr irgendwie aus Deutschland seid, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr von dem Begriff Spritzer halten würdet. Findet ihr das cool? Fühlt ihr das irgendwie schräg, komisch, falsch an, was auch immer? Schreibt es in die Kommentare. Bei uns in den österreichischen Weiten heißt es halt einfach Spritzer. Und fühlt sich auch richtig an, so. Die alte Diskussion. Standarten der Staatstruppen. Gut, der Frankfurter ist in Übersreik. Und wäre uns zahlenmäßig eigentlich auch schon überlegen, wenn ich mir das so anschaue. Ich nehme mal nicht an, dass der irgendwie Artillerie oder sowas hat. Komm. Wir kriegen das hin. Wir bekommen das hin. Mhm. Armbrustschützen, arme Bogenschützen. Schwertkämpfer und popelige Speerträger. Speerträger. Wobei die sogar aber den gleichen Rüstungswert haben. Mit den normalen Schwertkämpfern. Schau an. Kommandanten. Kislev. Die Zarina. Ja, wenn der Sommer-DLC rauskommt, also das Release-Datum wurde noch nicht genannt. Da Creative Assembly, ich glaube, schon immer einen Monat Vorwandzeit gibt oder sowas, ist auf jeden Fall zu erwarten, dass es irgendwann der August wird. Wenn wir jetzt haben wir schon den 2. Juli heute, wo ich dieses hier aufnehme. Aber soll sie bei Kislev auch noch was tun und vermutlich, wenn der DLC rauskommt, wird das mein Anlass werden, um einmal bei Kislev reinzuschauen. Wo, ob es eine Story-Kampagne, also ob noch ein weiterer General für die Story-Kampagne dazukommt. Oder ob es hier Immortal Empires sein wird, muss sich noch weisen. Wobei ich aber echt sagen würde, die Story-Kampagne, okay, außer Reichweite, die Story-Kampagne mit Kislev dürfte von den Mechaniken her, von der Endschlacht her, naja. Ja, dasselbe sein wie wir es mit Kartei schon gesehen haben. Vermutlich einfach die Ursun-Kampagne, ne? Von daher denke ich mal, dass Immortal Empires Run ein bisschen erkenntnisreicher, spannender, gemütlicher sein würde, als noch einmal die Ursun-Kampagne, die wir eh schon mit Kartei gesehen haben letztes Jahr. Ist jetzt so ein bisschen, oder wäre so ein bisschen mein Gedankengang dazu. Speed. Gas. Vielleicht könnte man es darauf mogeln und ihm die Hügelposition streitig machen.
unter Umständen. Ginge das? Wenn er so freundlich ist. Und uns das lasst. Bei Rome Total War damals hat das immer sehr gut funktioniert. Dann hat er die Drehung einfach mitverfolgt, und zwar in die Gegenrichtung dann. Und hat sie dann wunderbar abdrängen lassen. Von der Hügelposition. Hier lässt das Feuer mal bleiben. Okay, er kommt. Planänderung. Oder auch nicht. Ist egal, ich würde sagen, jetzt ist es soweit, jetzt bomben wir einfach. Jetzt machen wir einfach Bomb-Surprise. Guter Treffer. Ich hab Zeit, wenn du nicht kommen willst. Ich hab Zeit. Sagte er und warf einen Seitenblick auf den Timer. Na komm. Ah, jetzt kommt er. Jetzt hat. Formation, März. Du wirst oben durchstoßen. Stoßen, vor allem, ja. Jetzt da auf die Schwerträger, dann werden wir da flankieren, beziehungsweise du holst da die Bogenschützen, na, ihr schießt auf die Bogenschützen, du flankierst und du machst einfach mal Seelenrad und wirfst dich ins Getümmel. Jetzt Speed! Ah genau, er ist jetzt auf einem Pferdi. Er kann ein bisschen aufreiben. Ja, Speerträger. Immer eine gute Idee mit Kavallerie auf Speerträger, ne? Ein bisschen zu lange drin lassen. Das hätte eigentlich nur ein Ansturm sein sollen. Ich bin zutiefst überrascht, dass die wieder kommen. Die da. Wäre ja fast nicht zu erwarten gewesen. So, du machst nochmal den Seelenraub. Dann müssen wir da ein bisschen rein.
Zentrum. Und raus. Wobei das gegen die normalen Schwertkämpfer weniger das Problem ist. Die lässt das immer bleiben. Oh. Okay, schon mittendrin. Passt. Okay, da haben wir schon ganz gut Verluste gemacht. Wie gesagt, wir waren uns zahlenmäßig ja auch überlegen. Doch ist das soweit verständlich. Ihr schützt den General noch zusammen. Yep, richtig. Und aufreiben. Franz. Franz. Gut. Jupp, dann machen wir Schluss an dieser Stelle. Jetzt haben wir somit die Kontrolle über das Reichland übernommen. In der Reichlandflotte gibt es Edelleute und Seemänner, doch die Seemänner sind nicht sonderlich edel und die Edelleute ganz sicher keine Seemänner. Hm. Herzog Thürreckl von Hagelfels, Admiral der Nordlandflotte. Hagelfels, ja. Schnell, schnell, Bewegung, Bewegung. Das Menschending sieht nicht hin. Jetzt zuschlagen. Flinkisch. Yes, yes. Stream, stream. Oder Scream, Scream. Je nachdem, ob es Scream, Screamen oder Stream, Streamen. Das Gefe sitzt am Computer und zockt Warhammer. Und Stream, Stream. Und macht Stream, Stream zu seinen Artgenossen. Warum nicht? Flinkisch. Gut, Übersreik. Bring me to my men. Eigentlich könnte man das Versammlungsfeld hier ebenfalls abreißen und den Übersreik lassen. Ist egal. Wir reißen das hier mal ab. Und stattdessen, oder zuerst verklebern wir Level-Ups. Waldemar. Kriegt den Debuff. Und dann ist die Frage, wie schnell der rauskommt, falls er überhaupt rauskommt.
Ingard hat eine 14er Garnison. Stimmt, das ist ja eine Festung, also die Kleinkriegen könnte ein bisschen anstrengender sein, zumindest händisch. Ja, holen wir mal zwei Angriffsschützen dazu. Und belassen den Rest einmal so. Erlass, genau, Erlass. Auf jeden Fall Wachstum. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir unser Spielzeug bekommen. Runde 6. Und nächste Runde. Didu. Mein Herr, ein Rivale wünscht. Die Zarina ist vieles, aber ganz sicher kein Rivale. Zumindest würde ich es mir mit Kislev ganz gerne gut stellen. Weil sie hat auch kein recht leichtes Level dort oben. Nur ist kein Seisel rennt da oben herum, ne? Abzatzel. In das Lanisch-Kerl. Glaube ich zumindest. Ne? Zumindest war er dort, wie wir mit Village gespielt haben in Champions of Chaos in der Story-Kampagne. War da zumindest einiges los. Also einiges außer uns, soll heißen. Mögen die Spiele beginnen in Übersreik. Wunderbar. Ja, da rekrutiert er wieder, der Klut. I command here. Ich würde mal sagen, wir merchen da ein bisschen. Yes. Who calls? Dann gibt es nur einen Schwertkämpfer als Ersatz. Und einmal nur einen Angriffsschützen. Übers Reich. Gasthaus zum Roten Mond. Fügt Garnison hinzu, aber was für eine? Wie? An Teilen sogar. Okay. Interessant. Und fügt Mauern hinzu. Krass. Ich bin doch versucht, hier das Ausbildungs... Naja, das hat noch ein bisschen Zeit. Das hat noch ein bisschen Zeit, dass wir das vielleicht wirklich auslagern. Für den Moment brauchst du nochmal so ein Wachstumsgebäude. Und entweder wir sparen den Punkt. Egal, wir machen Stufe 2. Passt schon. Oder wobei, drei Runden. Ich würde sagen, wir sparen den Punkt und geben den für Altdorf aus, dass wir gleich auf Stufe 3 kommen. Jo, mag noch irgendwer
nette Handelsdeals machen. Wiesenland, wie schaut's aus? Greetings, my countrymen. The Empire. Stierland, wie ebenfalls nicht. By Sigmar's will, come in peace. Spannend, dass wir uns mit denen nicht verbinden können. Ja, Ostmark ist ebenfalls schon zurechtgestützt auf 1. What? I will listen. Yes. Greeting. Alright. Marienburg. Deliver your missive and then. So, time is go. Jo. Der gute Balthasar Geld hat wahrscheinlich genügend Gold. Und wenn man genügend Gold hat, muss man vermutlich auch Zeit haben, wenn es heißt, Zeit, time is gold, wollte er gerade sagen. Time is gold. Aber wie schaut es denn eigentlich aus? Da drüben sitzen ja Zwerge. Tiermenschen. Ja, wenn er Stress schieben will, herzlich gerne. Boris! Was er immer uns eigentlich Autorität zurückgibt, vermutlich eh das Naheliegendste, dass wir Gegner oder Bedrohungen fürs Imperium ausschalten. Nehme ich mal an. Edelquetscher! I will not obey! Okay, wir kämen bis Eilhard, falls er da übersetzt und nach Eilhard will. Ist nur die Frage, was er macht in der Zwischenzeit. Hey. Seelenfeule. Alter. Hey. Naja. Okay. No. Wir könnten ihn natürlich belagern. In einem direkten Angriff auf die Festung würde ich das Ganze ein bisschen als unterlegen ansehen. Na gut, wir hätten Artillerie. Machen wir einfach einmal dicht. Men, we must attack. Wir können ihn ja ein bisschen belagern. Oder wir nehmen einen Pyrrhus-Sieg auf Mittel mit. Also mit mittleren Verlusten. Ganz ehrlich, wir verlieren nichts dadurch. Und sparen vermutlich viel Stress ein. Komm, wir machen das so. Wir machen das so und besetzen Helmgard. Die Abtrünnigen sind damit down. Und die Autorität bleibt immer noch bei minus 1. Herzlichen Dank. Charakter Ziflin. Ihr setzt es. Anad. Welcome, Menavian. What? Charakter Narn. Make your proposal. Okay, die vermutlich nicht. Grave time. Stimmt, Heinrich Kemmler ist ja da ebenfalls noch in der Nähe.
Der wäre natürlich nur so eine Bedrohung, derer wir uns entledigen könnten. Aber die interessantere Bedrohung ist eher Khazrak da drüben. Now. Is it time? Is it time? Wir halten mal die Linie. Und ja, dann würde ich wieder sagen, ui, die Reichsgarde hat ein bisschen gelitten. Wie eigentlich alle. Dann würde ich wieder sagen, wir merchen dort so. Ja, okay, das kriegen wir nur global. Also wurscht, das machen wir in der nächsten Runde. Wir machen die nächste Runde noch in dem Part. Runde 8. Hier dieser Bereich. Wenn ich schon den leeren Fleck auf der Karte sehe, dann kriege ich schon Interesse und Neugierde und Faszination, was als nächstes, also was für ein Volk da hinkommen wird. Und ob es ein Volk ist, das als nächstes kommt. Vielleicht ja schon ab dem nächsten, im nächsten Jahr. Und ich finde das so ein bisschen so als Overall-Strategie, als Gesamtstrategie, pro Jahr ein neues Volk, ein ganz neues Volk reinbringen, ist ein schöner Rhythmus, muss ich sagen. Wie heuer die Chaos-Zwerge und jetzt die zwei DLCs, die vorhandene, bestehende Völker noch erweitern, upgraden, überarbeiten. Ist ein nachvollziehbarer... Schade. Nachvollziehbarer, strategisch guter Plan. Gut, vielleicht wird der Part ein bisschen länger als von mir eigentlich geplant. Weil natürlich können wir die Geschichte jetzt nicht auf uns sitzen lassen. Ich hätte meine Tochter, dass der schon rankommt. Ja, ist okay. Das finde ich aber steil, dass der das einnehmen kann. Und dann auch noch mit einer 10er Garnison. Ah. Euch wurde eine Aufgabe erteilt, mächtiger Fürst. Ein großes Abenteuer wartet. Bisschen schlechter, ja. Bitte sehr. Und jetzt gleich auf 13. Okay, vielleicht werden wir das doch nicht in dem Part machen. Das wird dann ein bisschen länger dauern. Er wird schon bis zu uns kommen. Okay, stell dir mal noch übers Reich. Und dann werden wir merchen. Ja. Und so. Ja, dann machen wir das so und so.
Dann werden wir diese zwei Runden hier übers Reck verbringen und das durchlaufen lassen. Wir müssen uns ohnehin ein bisschen länger hier aufhalten, damit unsere Elite ein bisschen noch Verstärkungszeit, also noch ein bisschen verstärkt werden kann. Die Rückeroberung von Eilhard schauen wir uns beim nächsten Mal an. Er wird irgendwann rauskommen und sie in der Richtung zurückziehen. Wenn er Richtung Marienburg verschwindet, dann können wir ihn ja verfolgen oder es zumindest probieren, ob wir es schaffen werden. Sei dahingestellt. Auf jeden Fall wird es hier beim nächsten Mal weitergehen bei der Rückeroberung von Reichland. Das gibt mir einen Auftrag. Und hier gibt es noch die Viehstelle. Und dann war es das. Dann war es das für diesen Part und für einen erfolgreichen Aufnahmetag heute. Ich werde jetzt Schluss machen. Vielleicht merkt man es an meiner Stimme schon ein bisschen. Fühlt sich noch okay an, dass ich jetzt so nicht so heiser wäre. Aber ja, bin gespannt, was in diesem Let's Play noch kommt. Ich bin neugierig, ich habe Bock. Und wie gesagt, wir sehen, wie es weitergeht beim nächsten Mal. Mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage grüß euch und tüdelü.